Ich möchte mit meinem Vortrag in ein ganz spezifisches Thema reingehen. Das ist das Thema Dokumentmanagement im Maschinenbau, Titel die digitale Maschinenaufstellung. Ich darf mich selber kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Kühner, ich komme aus Karlsruhe, arbeite für die Firma ROCAD. Wir sind ein Anbieter von Produktdaten- und Dokumentenmanagementsystemen. Der berühmte Werbeblock wird bei mir ganz am Ende sein, da werde ich dann nochmal ein bisschen mehr über unser Unternehmen sprechen. Das Thema, über das wir sprechen, Dokumentmanagement Maschinenbau, da möchte ich ganz kurz auf die besonderen Herausforderungen in dieser Branche eingehen. Dann möchte ich ganz kurz ein bisschen was sagen zu den Lösungsideen, die wir dort einsetzen. Ich werde darüber sprechen, dass Dokumentmanagement, Produktdaten, Lifecycle Management das zusammenbringt, was in der Dokumentation von Maschinen zusammengebracht werden muss. Ich werde das Grundprinzip erklären, wie digitale Maschinenarten aufgebaut werden, noch ein Beispiel bringen aus einem konkreten Projekt und dann nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ja, wie überall in allen Branchen auch ist das Thema wachsende Flut von Dokumenten auch im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Fertigungsindustrie eines der ganz großen Herausforderungen. Ein weiterer Punkt ist, dass die häufig noch vorhandene, verteilte Ablage von Dokumenten, von Zeichnungen, von verschiedenen Dokumenten immer wieder Grund ist, dass sich Geschäftsprozesse verzögern. Ein weiterer Aspekt ist, dass wenn Dokumente nicht aktuell sind, dass doch die Gefahr beinhaltet, dass Fehlentscheidungen gibt. Und das gilt, wie gesagt, in jeder Branche, aber auch ganz insbesondere im Maschinenbau, Anlagenbau, dort dreht sich um CAD-Dokumente, um CAD-Modelle, um Teile, um Stücklisten, die schnell gefunden werden müssen und wiederverwendet werden. Wir haben Arbeitsschritte und Freigabeprozesse, die ganz besonders mit Dokumenten in Verbindung stehen und die nachvollziehbar sein müssen. Also jeder Maschinenbau muss immer wissen, wer hat was, wann, wo und warum geändert. Und das muss natürlich auch sichergestellt werden, dass die Dokumente, auf die man zugreift, die gültigen Dokumente sind und nicht in der alten Version. Und das alles muss auch standortübergreifend möglich sein. Wenn wir heute von Maschinen sprechen, dann haben wir da nicht nur Mechanik drinstecken, sondern wir reden über mechatronische Systeme, über mechatronische Produkte. Das bedeutet mechanische Elemente, elektrotechnische Elemente, elektronische Elemente und auch Informatik. Das heißt, Software spielt hier in diesen Produkten heute eine ganz wichtige Rolle. Und nur wenn alle Teile zusammengeführt werden, hat man die Gesamtinformation. Wie wichtig das ist, das zeigen ein paar einfache Zahlen. Der Denkansatz, der lange Zeit vorherrschte, jeder entwickelt für sich und dann wird das zusammengeführt und dann hat man das schon als Gesamtes dokumentiert und dargestellt, der reicht heute nicht mehr aus. Die einzelnen Gewerke müssen zusammenarbeiten. 80% von Projekten leiden aber unter der mangelnden Zusammenarbeit, werden verspätet fertig. Und auch in dem Bereich des Maschinenbaus leiden wir natürlich einfach darunter, dass wenn die Dokumentation nicht vollständig ist, dann werden die Kunden kein Geld überweisen, weil die Dokumentation heute ein Aspekt, ein Teil des Produkts selber ist. Jetzt müssen wir also alle die Dinge, die in einer Dokumentation einer Maschine herangezogen werden müssen, vom ersten Schritt an zusammenführen. Das heißt in allererster Linie, dass die verschiedenen Aspekte in der Entwicklung zusammengebracht werden müssen, Mechanikentwicklung, Elektrotechnik, Elektronik. Und hier reicht es nicht aus, dass jeder seine getrennte Datenbasis hat, sondern wir brauchen eine gültige Produktdatenbasis für alle Teilnehmer, die im Entwicklungsprozess vorhanden sind. Wir brauchen also sowas wie ein Information Warehouse, wo diese unterschiedlichen Gewerke zusammenkommen.
zusammengeführt werden mit Ihren Unterlagen. Wir brauchen zusätzlich das, was nicht im Engineering-Bereich ist, Berechnungen sind, was Unterlagen sind von Vertrieb, Verwaltung, Instandhaltung und so weiter und so fort, muss mit eingebunden werden. Und wir brauchen ein Prozessmanagement, um diese entsprechenden Unterlagen auch durch Dokumentenlenkung in unserem Unternehmen durchzuziehen. Was leisten solche PLM-Systeme? Da gehe ich jetzt nur ganz kurz darauf ein. Wir haben vier Aspekte. Das erste ist der elektronische Bauort. Das heißt, wir brauchen ein Archiv, in dem alle Unterlagen abgelegt sind, auch die Informationen über die Teile und Baugruppen. Wir müssen diese Informationen schnell finden. Dazu brauchen wir gute Suchfunktionen. Wir brauchen Funktionen, um die Änderungen an diesen entsprechenden Elementen erkennen zu können. Das bedeutet, wir müssen diese Änderungen dokumentieren und das bedeutet auch, dass wir ein Instrumentarium schaffen müssen, um entsprechend Versionen und Varianten zu schreiben. Der zweite Aspekt ist die Sicherheit. In den Produkten steckt das Know-how eines Unternehmens. Jedes Unternehmen muss dieses Know-how schützen. Das bedeutet, wir brauchen gute und erfolgreiche Mechanismen und Tools für den Zugriff auf solche Unterlagen. Wir müssen sicherstellen, dass diese jederzeit verfügbar sind für diejenigen, die zugriffsberechtigt sind. Und wir müssen sicherstellen, dass diese ganztägig, ganzheitlich und ganzzeitlich zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen eine große Bereitschaft, dass diese Unternehmen vorhanden sind. Ja. Der dritte Aspekt, das was Produktdatenmanagement heißt, Integration in CAD gehört da dazu, da gehört Teilemanagement dazu, da gehören Stücklisten dazu, Verwendungsnachweise, die wir führen müssen und die Koordination eben in der Zusammenarbeit. Dazu auch nochmal ganz kurz eine Bemerkung. Klar, Workflow Management ist Bestandteil einer Dokumentenmanagementlösung, die wir im Maschinenbau einsetzen. Das Compliance-Problem muss gelöst werden, also die Einhaltung von bestimmten Vorschriften, internationalen, nationalen, auch betrieblichen Vorschriften. Gut, wie kommen wir nun zu unserer digitalen Maschinenakte? Erster Schritt, wir brauchen die Unterlagen aus den Entwicklungen. Wir brauchen das in einem nativen Format, sodass sie bearbeitet werden können, weiterentwickelt werden können. Wir brauchen diese Unterlagen aber auch in einem neutralen Format, weil die Unternehmen im Maschinenbau gezwungen sind, diese Unterlagen über lange Zeiträume aufzubewahren. Und dazu werden heute Formate eingesetzt, wie PDF, PDF-A oder TIFF. Und wir benötigen die Stücklisten und die Verwendungsnachweise, um feststellen zu können, was ist wo verbaut. Wo sind die einzelnen Elemente, die einzelnen Aspekte, Komponenten in einer gesamten Maschine verwendet. Das, was für die Mechanik gilt, gilt in der gleichen Weise auch für die Elektronik. Und wir müssen zusätzlich all das, was in den Spezifikationen steht, in den Lastenheften, in den Pflichtenheften steht, mit einbinden. Wir müssen die Protokolle von den Abstimmungen zwischen Kunden und Lieferanten mit hinzufügen. Wir brauchen die Testunterlagen, die Prüfunterlagen, die Freigabeunterlagen von TÜV und weiteren Verbänden und natürlich auch die kaufmännischen Abteilungen, die wir mit einbringen. Aber das reicht nicht aus, dass wir das einfach nur auf einen großen Haufen werfen und zusammenschieben, sondern in diesen Unterlagen stecken Strukturen. Und das erkennt man leicht, wenn man so einen Roboterarm hier anguckt, wie ich ihn einen auf dem Bild habe. Da sieht man, da steckt Mechanik drin, da steckt Elektrotechnik drin, da steckt Hydraulik und Pneumatik drin. Und wenn wir jetzt auf eine von diesen Gruppen draufgehen, in diesem Fall auf die Elektrotechnik, dann wird eine Unterstruktur geöffnet und bereitgestellt, in der die unterschiedlichen Aspekte, die in diesem Roboterarm zusammenlaufen, auch nochmal wieder aufgeblättert werden. Hier auf der untersten Ebene haben wir hier eine Campus-Darstellung, das ist eine Feldbus-Darstellung und dort die Unterlagen werden bestimmte Verkabelungspläne, Elektropläne sein, die mit verwendet werden. Diese Informationen müssen in einer Maschinenakte auftauchen. Sie müssen auftauchen auf einer gemeinsamen Stückliste, in der sowohl Mechanik als auch Elektrotechnik als auch Elektronik-Elemente mit eingehen. So wie wir das hier sehen, dass eben aus den verschiedenen Quellen Elektrotechnik hat, Mechanik hat, Unterlagen mit verwendet werden. Gut, diese Unterlagen müssen gültig sein. Zugriff muss von allen Standorten
verfügbar sein, insbesondere wenn wir an Ersatzteilwesen und die Maintenance denken. Und sie müssen aber vor fremden Blicken gleichzeitig geschützt werden. Dies gilt insbesondere für Änderungen, die an einer Maschine und einem Element vorgenommen werden. Wenn wir heute an einer Maschine eine Änderung vornehmen, dann gibt es ein Element, das heißt Änderungsantrag, gehört in die Maschinenakte mit rein. Das heißt, es muss einen Änderungsantrag für die Mechanik geben, für die Elektrotechnik geben. Wenn diese Änderungen durchgeführt werden, dann ist aber natürlich das gesamte Änderungsergebnis noch nicht freigegeben, sondern erst in den Schritten, wo für die Elektrotechnik die Freigabe erfolgt ist, für die Mechanik eine Freigabe erfolgt ist, kommt ein letzter Schritt hinzu, das Gesamtsystem muss nochmal freigegeben werden und wenn erst das passiert ist, dann wird auch eine Änderungsmitteilung erstellt und die wieder auch mit in die Maschine. Das heißt, Änderungsanträge, Änderungsmitteilungen sind Teil der Dokumentation von Maschinen und Anlagen. Dass das auch lohnenswert ist, zeigen ein paar Zahlen aus dem Bereich Wirtschaftlichkeit. Man kann es ganz leicht ausrechnen. Durch eine kleine Änderung, die an einer Maschine vorgenommen werden muss, sind immer Mechanik und Elektrotechnik daran beteiligt. Jede Änderung erfordert in jedem von den Gewerken ein oder zwei Manntage Aufwand, um die durchzuführen, um sie zu dokumentieren und die im Einzelnen auch wieder entsprechend freizugeben. Und durch den Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen, Produktdatenmanagementsystemen können so eine Untersuchung, die gemacht worden ist an der Ruhr-Universität Bochum, ca. 10% der Iterationen eingespart werden, verhindert werden. Und wenn man das umrechnet in Geld, man sagt, wir haben für jede Änderung etwa einen Preis von 1.600 Euro, den wir da bezahlen müssen, dann kann sich das jeder mit einem kleinen Einmaleins selber ausrechnen, wie viel das bei 100 Änderungen im Jahr kostet. Und viele Unternehmen haben 100, 200.000 solche Änderungszyklen im Jahr zu bewältigen. Gut, wie sieht das Grundprinzip aus? Wie wird so eine Maschinenakte jetzt digital? Hier eine ganz kurze Übersicht über das, was in den Maschinenakten drin ist. Da sind technische Dokumentationen drin, Datenblätter drin, da sind Zeichnungen drin, die kommen aus der Entwicklung. Da haben wir Stücklisten, die kommen ebenfalls aus der Entwicklung. Wir haben Prüfbescheinigungen, die kommen häufig von externen Unternehmen, die kommen von der TÜV oder von anderen Institutionen. Und wir haben Dokumentationen von Eigenbaukomponenten, von Fremdkomponenten. Diese können jeweils entweder in standardisierter Form vorliegen oder auch in kundenspezifischer Form darlegen. Und wir haben dort die Herausforderung, dass das in jeder Sprache, in der die Maschine, also in jedem Sprachraum, in dem die Maschine geliefert wird, müssen diese Unterlagen in der entsprechenden Sprache bereitgestellt werden. Wie funktioniert das vom Grundprinzip her? Wir haben gesagt, wir haben verschiedene Dokumente. Und wir haben eine Struktur, die die Maschine darstellt. Diese Struktur, die kommt aus dem ERP-System. Die einzelnen Dokumente, der Content über diese Maschine, das kommt aus dem ECM-System oder aus der ECM-Lösung. Wenn wir diese Struktur aus dem ERP übernehmen und abbilden auf einer Maschinenakte, dann haben wir eine Struktur, die so ähnlich aussieht wie hier. Das heißt, wir haben die gesamte Maschine, die in verschiedene Komponenten aufgeteilt ist. Und dann sehen wir einfach, dass jede Komponente immer wieder nach demselben Prinzip bestimmte Unterlagen benötigt, die dort einkopiert werden müssen in so eine Maschinenakte, damit die Maschinenakte übersichtlich bleibt, nachvollziehbar bleibt und auch vollständig bleibt. Aus dem ERP-System haben wir die Struktur. Wir haben gesagt, aus dem ECM-System kommt letztendlich der Inhalt, kommen die einzelnen Dokumente in den unterschiedlichen Sprachen. Wir brauchen ein Output-Management-System, was Trennblätter, Kapitelblätter und solche Aspekte mit hinzufügt, die in der Maschinenakte auch erforderlich sind. Aus diesen Einzelelementen kriegen wir eine saubere Struktur. Und diese saubere Struktur, die wird zusätzlich zu der Zusammenführung auch in einem eigenständigen Dokument wieder zusammengeführt. Das ist in der Regel ein PDF-A-Dokument, was
nachher die gesamte Maschinenakte darstellt. Und dieses Dokument wird wieder in unser ECM-System zurückgeführt und zur Verfügung gestellt, sodass nachher unter der Artikelnummer einer Maschine auch diese gesamte Dokumentation abgegriffen werden kann. Das will ich jetzt noch auf den letzten Folien ganz kurz an einem ganz konkreten Beispiel darlegen. Das ist ein Maschinenbauunternehmen, was das so praktiziert. Mit dem Projektstart gibt es den Auftragseingang im ERP-System. Es gibt mit dem Start des Projekts im ERP-System wird in der ECM-Lösung Profile von unserem Unternehmen eine, kann man sagen, leere Projektmappe angelegt, eine leere Maschinenakte angelegt, in die dann bei jedem Schritt, wo die Entwicklung vorangeht, die einzelnen Dokumente entsprechend in diese Akte eingefügt werden. Sie sind dann sowohl vom ERP-System aus als auch vom Dokumentenmanagementsystem aus verfügbar. Und am Projektende haben alle ihre Dokumente dort eingefügt, zu dem Zeitpunkt, wo sie entstanden ist und die Projektakte ist vollständig. Es muss nicht nochmal den nachlaufenden Schritten jemand rangehen, um diese Dokumente zu besorgen.